Moin zusammen. Der Tennissport kann eigentlich immer Nachwuchs gebrauchen und um den Nachwuchs muss man sich dementsprechend auch kümmern. Ein guter Trainer, so wie ich ihn als gut bezeichnen würde, der kümmert sich auch schon früh darum, dass die Kinder so vom Bewegungsapparat so trainieren, dass die in Zukunft beschwerdefrei bleiben und. Ein guter Trainer gibt aber auch gute Tipps, was das Equipment anbelangt. Das Angebot, was es für Kinder gibt, ist sehr, sehr groß. Wir wollen heute mal einen kleinen Leitfaden nehmen und da geht es darum, welcher Schläger passt, zu welcher Größe vielleicht, was gibt es für Unterschiede, wo gibt es Textilien, Schuhe und. Das alles gibt es jetzt. Grundsätzlich ist erstmal die Größe eines Schlägers sehr wichtig für ein Kind, inklusive dem Griff, denn ihr seht das hier in der Tabelle schon. Das ist immer abhängig davon, wie lange zum Beispiel der Arm ist, wie man wächst und, weil die Schläger sind je nach Länge und je nach Größenordnung und wie auch immer unterschiedlich schwer, bestehen zum Teil auch aus Aluminium, manchmal aus Graphit, sage ich gleich noch was zu, was wiederum bedeutet, man sollte nichts zu Schweres nehmen, damit zum Beispiel Gelenke im Wachstum oder sowas nicht überfordert werden. Die Werte hier sind aber ein ganz guter Richtwert. Alle anderen Infos zu den jeweiligen Schlägern bei uns im Shop gibt es bei den Texten unter den Produkten, da immer nochmal genau eine Empfehlung, für wen dieser Schläger was ist. Ein nicht zu unterschätzender Unterschied zwischen Aluminiumschläger und Graphit ist nicht nur der Unterschied, was das Gewicht anbelangt und wie es auf die Gelenke geht, sondern ein Aluminiumschläger für die ganz, ganz Kleinen, der hält auch deutlich mehr aus als ein Graphitschläger. Ein Graphitschläger, der mal an der Hauswand kommt oder auf den Boden gedötscht wird oder so, oder wenn man da drauf tritt, keine Ahnung was, der ist ein bisschen empfindlicher, deswegen was für den bisschen Älteren. Für die ganz Jungen sind es auf jeden Fall, würde ich sagen, die Aluminiumschläger. Da Tennis ja Spaß machen soll, würde ich sagen, dass die Kiddies, wenn sie heutzutage Tennis gucken, dann kennt man auf jeden Fall Nadal, einen Federer oder einen Djokovic, was auch immer. Und da das ja Spaß machen soll zu spielen, gibt es eben auch von diesen Modellen für die Profis und für die Erwachsenen auch Kindermodelle. Vielleicht hat das Kind ja so noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann schon sagt, ich habe jetzt auch den Rafferschläger in der Hand oder was auch immer. Gibt es viel Auswahl, gibt es auch wieder verschiedene Größen davon. Wo wir schon bei Spaß sind, man braucht zum Tennis natürlich auch Bälle. Hier ist es auch wieder gegliedert, da gibt es Stage 3, Stage 2, Stage 1, das sind unterschiedliche Größen, unterschiedliche Gewichte, unterschiedliche Härten der Bälle, wird aber alles erklärt, steht auch wieder bei uns in den Produkttexten mit drin. Insgesamt kann man aber sagen, solche Sachen wie Play und Stay zum Beispiel, wo das Kind einfach, es soll einfach auf den Platz gehen und spielen, gar nicht groß auf die Technik achten am Anfang erstmal und man wird auch sofort ein bisschen in den Wettkampf reingeschmissen, finde ich eine tolle Erfindung, dafür gibt es aber auch alles bei uns im Shop. Der Link, den ich am meisten empfehlen möchte, der steht jetzt hier. Da steht alles drin, beziehungsweise unter diesem Link findet ihr alles, was ihr so braucht. Da ist eine Auswahl. Das bringt uns auch schon wieder zu Textilien und Schuhen. Da haben wir natürlich jede Menge, auch immer angelehnt an die Großen, sag ich mal, auch an die Profis, wie auch immer. Ich glaube, dass die Kinder oft darauf zucken, dass das Spaß macht, wenn man aussieht wie zum Beispiel ein Großer, wie ein Federer oder ein Djokovic oder was auch immer. Findet ihr auf jeden Fall alles bei uns im Shop. Natürlich haben wir dazu auch noch Saiten, Dämpfer, Griffbänder, was auch immer, alles was man für Spielen braucht, findet ihr bei uns im Shop, klickt einfach mal durch bei uns. Und noch ein Rat an die Eltern, es ist Weihnachtszeit, wir haben das zwar das ganze Jahr angeboten, jetzt gerade noch ein bisschen günstiger, denkt an unsere IDs. Das bedeutet, ihr könnt die Taschen, Schuhe, Schläger, was auch immer personalisieren lassen und ich glaube, jedes Kind freut sich wie Bolle, wenn unterm Weihnachtsbaum ein Geschenklicht mit dem eigenen Namen oder einem Spitznamen oder sowas drauf. Guckt bei uns mal rein, ist ganz einfach zu bestellen. Die Kinder freuen sich aber auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, bis tschö.